Hillaber at Work. Der Blick hinter die Kulissen. Wie wir arbeiten, was wir machen, was uns bewegt. Hallo, mein Name ist Jörg Dechert und ich bin bei der Hillaber seit jetzt nunmehr über 30 Jahren beschäftigt und ich arbeite im Vertrieb Sorten Edelmetalle, wo wir als Landesbank Hessen-Thüringen der größte Provider sind im Sparkassenlager für dieses Geschäftsfeld. Und wir beraten die Sparkassen bundesweit in diesem Themenfeld. Es ist uns ganz wichtig, dass wir den Sparkassen eine Hilfestellung geben in dem Produktumfeld mit der richtigen Kundenansprache, mit den richtigen Vertriebskampagnen. Wir unterstützen die Sparkassen bei Veranstaltungen, bei Messen, im internen Vertrieb. Und das macht mir immer wieder viel Freude, bundesweit da unterwegs zu sein. Ganz konkret ist es so, Gold ist ja als Sachwert ein Asset in der Portfoliosteuerung, in der Vermögensanlage. Und es ist natürlich wichtig, dass man einen gewissen Teil seines Vermögens auch in gewisse Sachwerte investiert. Und dazu bin ich halt da, um da die richtigen Produkte an den richtigen Kunden zu allokieren. Dass ich mit Menschen zu tun habe, dass es kein Bankjob ist, der Belege von A nach B schiebt oder jetzt Verträge kontrolliert, sondern ich arbeite mit den Menschen. Ich bin ja auf der Vertriebsseite unterwegs. Wir beraten die Sparkassenvorstände in diesem Produktfeld und wir kommen natürlich auch bei Kundenveranstaltungen ganz nah mit dem Kunden der Sparkasse in Kontakt. Und genau die Gespräche sind es, die mich eigentlich jedes Mal wieder freudig nach Hause fahren lassen, weil man was Positives bewirkt hat, den Kunden neue Informationen an die Hand gegeben hat für ihre Bankenwelt, für ihre Anlagestrategien. Und da haben wir in den letzten Jahren wirklich viel sehr gutes Feedback bekommen. Ja, also ich bewege, glaube ich, am meisten, wenn ich in der Sparkasse selbst mit dem Sparkassenvorstand gewisse Prozesse verändere, Kommunikationswege verändere in den Sparkassen, im Rahmen natürlich meines Produktangebotes. Aber genau da bewegen wir was. Da entwickeln wir uns weiter, sowohl was die Technik betrifft im Sparkassensystem, als auch was die Kundenkommunikation betrifft, um dort neue Ansätze für einen Vermögensaufbau zu leisten. Die Herausforderung in dem Vertrieb ist halt, dass viele Sparkassen unterschiedlich aufgestellt sind. Sparkassen sind eigene wirtschaftliche Unternehmen, die natürlich jeder eine andere Prozessstruktur, eine andere Unternehmensorganisationsstruktur haben. Und da muss man halt bei jeder Sparkasse wieder neu sich reindenken. Man muss wieder neu die Prozesse lernen, die so eine Sparkasse lebt. Auch die Kultur in den Sparkassen ist sehr, sehr unterschiedlich, heterogen. Und da müssen wir uns halt mit unserem Produkt, mit unseren Abläufen drauf einstellen und halt wirklich variabel reagieren, um dem Sparkassen auch einen Mehrwert bieten zu können. Wir haben in den letzten Jahren viel bewegt, was das Thema betrifft. Wir haben sehr viel auch investiert in die Vertriebsstruktur des Sorten Edelmetallhandels. Und ich glaube, das Feedback zeichnet sich dadurch aus, dass wir mittlerweile einen Marktanteil von über 60% im deutschen Sparkassenlager haben. Bei den Vielzahl von Anbietern, die es dort noch gibt mit anderen Landesbanken, glaube ich, sieht man an der Marke, dass viele Sparkassen in Deutschland uns das Vertrauen schenken, weil wir halt ein gutes Produkt haben. Also nach der langen Zeit, die ich jetzt schon für die Hillaber arbeiten durfte und davor auch in der S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen tätig war, verbinde ich immer mit der Hillaber eine Nachhaltigkeit. Also nachhaltig ist für mich ganz wichtig an der Stelle. Es ist keine Bank, die jedes Jahr von A nach B springt und immer auf dem neuesten Trend sitzt, sondern die Hillaber überlegt sich langfristig, wie sie ihre Struktur, ihre Prozesse, ihre Organisation gliedert. Und das macht auch ein gewisses Vertrauen in die Bank aus. Man kann sich verlassen auf diese Bank, weil sie langfristig immer ein guter Partner ist.